Okay, Randy's Monday. Das war immer wieder. Und hier haben wir eine Convention. Ja, das Bäckchen müssen wir irgendwie loswerden. Nein, das ist für jemand anders. Ja, es ist immer für irgendwen anders. Das hatten wir schon. Das muss ich doch nicht aufgabeln. T-Shirts. Oh. Und es steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau? Was soll ich denn jetzt damit? Schätze, ich könnte die ausliefern. Aber ist das mein Job? Scheiß Shirts ausliefern? Ich konnte es nur so weit kommen. Tja, okay, in dem Paket waren Shirts. Das sind die Shirts, die ich in dem Paket gefunden habe. Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Tja. Das ist irgendwie... Können wir das... Das macht keinen Sinn. Naja, man könnte es irgendwie gemeinsam verkaufen. Da, wer will denn? Der hat noch nicht. Sowas will doch keiner. Tja. Du vielleicht? Hey, wenn das nicht der letzte Sohn Kryptons ist. Der einzig wahre. Jetzt kann man mit denen reden. Gratis Shirt für dich, Kryptonia. Nicht so eilig, Freund. Was steht denn drauf? Da steht drauf, ich war auf der Sci-Fi-Con und bin nicht mal Jungfrau. Astrein. Damit werden die Leute endlich nicht mehr denken, dass ich nur ein dummer Nerd bin. Das kannst du nicht sagen, während du dieses Kostüm trägst, Alter. Das geht einfach nicht. Keine Sorge. Das ziehe ich zu dem Swamp Thing-Kostüm an. Großartige Idee. Das ändert alles. Hier ist dein Shirt. Metropolis Kid dankt dir, mein Freund. Was kann ich als Gegenleistung für dich tun? Naja, ich habe ein wenig Angst vor dem, was du tun könntest, ehrlich gesagt. Keine Sorge, Mann. Bist du vielleicht ein schönes Paar Nunchakus? Seit wann ist der Mann aus Stahl der Nunchakus? Willst du sie oder nicht? Ja, ich will sie. Na dann, hier, bitte. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich aber jede Menge. Aber das ist doch nur eine scheiß Angel. So sehen halt die Nunchakus auf Krypton aus, okay? Naja, wie auch immer, Kumpel. Danke und jetzt hau ab. Okay, jetzt haben wir eine Angel. Können wir da mit uns einen Kuchen holen? Na, Kuchen. Nee. Hätte klappen können. Ja, Mortimer, bist auch ein T-Shirt. Sowas will doch keiner. Ach, schade. Mortimer sähe bestimmt gut aus daran. Hey Gordon, willst du dich nicht für immer an den Tag erinnern, an dem du hergekommen bist und dich zum Idioten gemacht hast? Wenn ja, brauchst du dringend eins von diesen Shirts. Was, du magst sie nicht? Komm schon, die sind echt lustig. Okay, verstehe ich. Dr. Freeman spricht nicht. Was? Nein, nein, ich war nur in Gedanken. Oh, worüber hast du denn nachgedacht? Ich habe versucht, die ungefähre Anzahl der Leute zu berechnen, die die Scheiße aus mir rausprügeln würden, wenn ich jemals so ein Shirt anhätte. Ich fürchte, das Risiko wäre es nicht wert. Echt? Du gehst doch mit diesem Kostüm schon ein hohes Grundrisiko ein. Ja, so ist das halt. Aber mit dem Shirt benutzen sie dann vielleicht auch Messer. Das Risiko gehe ich nicht ein. Hm, macht Sinn. Ohne Messer. Ohne Messer, immer ohne Messer kämpfen. Okay, der will keinen Shirt. Aber vielleicht will dieser Nerd ein Shirt. Sowas will doch keiner. Es reimt sich fast. Nur fast. Aber es reimt sich fast. Naja. Der ist zu stilvoll. Hey, Alter! Willst du ein Convention-Shirt? Sind doch gratis. Ich will ja dein Ego nicht zerschmettern, aber das ist nicht das erste Mal, dass mir heute ein Shirt angeboten wird. Okay. Du willst also keins. Das steht drauf, ich war auf der... Hör zu, mein Freund. Such in deinem Paket nach meinem Shirt. Es ist das, auf dem böser schwarzer Mann steht. Was? Sag noch einmal was. Sag noch einmal was. Ich warn dich. Ich warn dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Alter, ich so ein Shirt habe ich nicht. Das tut mir leid. Wir sehen uns dann, Alter. Ich esse keine dreckigen Viecher. Ja, schon klar. Ja.
Initiative von dem Nerd sieht ein bisschen spießig aus. Wie kann der nur so auf eine Convention gehen? Wie geht's, Travis? Willst du eins von diesen coolen T-Shirts? Wer ist Travis? Wer ist Travis? Lass mich raten. Das ist ein Taxi-Driver-Kostüm, oder? Natürlich. Ich hab niemals den Film gesehen, aber das Outfit gefällt mir. Mit dir werde ich nie wieder reden. Und ein Shirt kriegst du jetzt auch nicht. Aber ich... Du bist Abschaum. Auf Nimmerwiedersehen. Den Film nie gesehen, aber trotzdem... Ein irrer Nerd. Wow! Du hast Stil, mein Freund. Würdest du gern noch mehr davon haben? Es fällt mir schwer, das zu glauben. Niemand hat mehr Stil als Alex. Oh, da täuschst du dich, Kumpel. Alex würde noch stylischer in einem von diesen Babys aussehen. Ich würde lieber Milch mit abgelaufenem Drancrom trinken, als den Scheiß zu tragen. Was auch immer. Wusste, dass mit dir reden reine Zeitverschwendung ist. Zeitverschwendung? Nein. Ich inspiriere Leute, schlechte Dinge zu tun. Gab's da nicht dieses... Was war das für ein Tier? So ein Erdmännchen. Gab's nicht so einen Clip auf YouTube mit diesem Erdmännchen, was so Steve, Alex, geschrieben wird? So ungefähr. Ah, Darth Vader möchte bestimmt eins von diesen Shirts. Lord Vader. Commander. Das Shirt des Imperators, welches er anlässlich des Geburtstags seiner Katze geordert hat, ist angekommen. Exzellent. Nun kann ihn nichts mehr aufhalten. Beeindruckend, sehr beeindruckend. Die gesamte Galaxie wird vor uns auf die Knie sinken. Na, Alter, genug okay. Von dem Weltraumscheiß. Sie haben mich zum letzten Mal enttäuscht, Admiral. Vorher hast du mich noch Commander genannt. Wurde ich zwischendurch befördert? Und übrigens, wenn dieses Track Wars-Ding echt ist, dann sollte es dich gar nicht geben, oder? Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal, Commander. Oh nein, nein, nein. Jetzt keinen Rückzieher machen und erst recht kein Thema wechseln. Also, wenn du aufhörst, Fragen zu stellen, bekommst du Süßigkeiten. Süßigkeiten von einem Fremden? Das habe ich nicht mehr gemacht, nee. Seit ich klein war. Aber okay. Ich tue alles, um diesen Widerspruch in der Story hinter mich zu bringen. Schließ dich mir an und wir werden die Galaxie beherrschen. Als Vater und Sohn. Heute passt mir das so gar nicht, aber vielleicht können wir ein andermal als Vater und Sohn herrschen. Wie gefallen eigentlich Anakin diese tollen Shirts? Dieser Name hat keine Bedeutung mehr für mich. Verstehe. Und dem Kostüm noch zu urteilen, wirst du dem Spruch auf dem Shirt wohl nicht gerecht. Aber hey, hör nicht auf, nach den Sternen zu greifen, okay? Wenn du es unbedingt wissen willst, ich hab eine Freundin. Cyberfreundin? Gibt's noch andere? Naja, in dem Fall gebe ich dir drei. Eins für dich, eins für deine Cyberfreundin und noch eins für deine Roboterfreundin. Davon hast du ja sicher auch eine, hm? Oh, das ist so gemein. Touché. Dachte ich mir. Oh Gott, hey, mal nicht so wertend. Ich studiere technische Informatik und mein Vater ist Mechaniker. Was soll ich den Sommer über denn sonst machen? Schon okay, Mann. Ich urteile nicht. Hier sind deine Shirts. Tja, die Shirts sind wohl noch nicht ganz losgeworden, aber wir haben Eukalyptus-Bonbon. Süßigkeiten. Eukalyptus-Bonbon. Ja, ist klar. Eine Angelrute haben wir. Tony, willst du vielleicht noch ein Shirt? Sowas will doch keiner. Am Ende, zu dir passt das doch am besten. Warum ziehst du nicht eins davon an? Da trifft die Aussage sogar zu. Die Latrine. Die würde ich erst benutzen, wenn es wirklich gar nicht mehr anwendet. Dann können wir vielleicht mal die Shirts einfach mal hier reinstopfen. Das macht keinen Sinn. Ja. Ja, gut. Und nun? Tja. Können wir vielleicht... Jetzt habe ich einen Köder mit Eukalyptusgeschmack an der Angel. Wir haben eine Angelrute mit Köder. Was sollen wir denn mit der... Ich will gar nicht erst ausprobieren, wie man nach Menschen angelt. Was soll das bringen? Was zum Geier?
Eukalyptus angeln. Den Kuchen vielleicht, wollte ich ja schon vorhin angeln. Na komm. Nicht ein Anti-Establishment Nerd, sondern. Ich denke nicht, dass das klappt. Ich will gar nicht erst ausprobieren, wie man. Tja, aber was. Wie. Okay. Ich denke nicht, dass das klappt. Schade. Schade, Marmelade. Ich denke nicht. Okay, vielleicht auf der Rückseite irgendwo irgendwas. Vielleicht können wir die Angel in die Latrine halten. Ich denke nicht. Ja, irgendwas muss das doch wird damit nicht klappen. Jetzt. Ich denke nicht. Der Hauptdoktor wird immer vergammelt. Nee, das klappt ja sowieso nicht. Die Eier. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Ja, gut. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Irgendwann schon. Ja, okay. Mit Areal. Die Convention ist aber ziemlich klein, muss ich sagen. Ja gut. Einen Kaffee mitnehmen. Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee! Komm schon! Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Du spielst wohl! Hau ab! Von meinem scheiß Kaffee. Sieht aus wie ganz normaler Kaffee. Tja. Und zurück auf die Straße bringt auch nichts. Oh! Marty! Ich brauch deine Hilfe! Klar, Doc, was ist das Problem? Sekunde mal. Mein Name ist nicht Marty. Wer zur Hölle bist du? Die Frage ist nicht, wo sind wir, sondern wann sind wir? Das war gar nicht die Frage. Ich fragte, wer zur Hölle bist du? Ich kann dir keine Details verraten, Marty. Die Konsequenzen könnten katastrophal sein. Okay, jetzt habe ich echt Schiss. Was geht denn hier vor? Die Libyer sind hinter mir her, Marty. Libysche Terroristen. Libyer? Wow. Das ist hart, Doc. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hier, nimm das! Sekunde mal, Kumpel. Cool. Ist das wirklich, was ich denke? Wenn du dachtest, Plutonium, dann ja! Alter, spinnst du? Ich hab nur mitgespielt, weil es irgendwie lustig war. Aber das schlepp ich sicher nicht mit mir rum, du Irrer. Du verstehst nicht! Es geht um deine Kinder, Marty! Du musst etwas wegen deiner Kinder unternehmen! Meine Kinder? Okay, schön. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Paralleluniversum Vater bin oder so, aber... Das hier fängt an, mir Angst zu machen. Wenn ich deinen scheiß Plutoniumstab mitnehme, lässt du mich dann endlich in Ruhe? Klar! Wir sehen uns dann in 30 Jahren, schätze ich. Nicht, wenn ich's verhindern kann, Doc. schön, schön. Meine Lieblingsanspielung bisher. Der Doc. Kurs zurückgriff in die Zukunft. Super. Oh. Die beiden haben wir jetzt wieder. Können wir den jetzt den Plutoniumstab? Nein, das ist gefährlich. Gut, dann nicht. Blödsinn. Was zum Geier hat jetzt die Köderangel mit dem zu tun. Das ist also. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall runter von der Convention. Und wo? Den Ring haben wir aber noch nicht. Den müssen wir uns holen. Können wir
jetzt vielleicht mit dem Plutonium irgendwie den Charlie außer Gefecht setzen? Nein, das ist gefährlich. Ja, gut. Vielleicht können wir hier die Latrine betreiben. Ja. So, Blöd. Plutonium angetriebene Fernbedienung. Blödsinn. Ach so, viel Blödsinn ist das nun auch nicht. Na gut. Verschwindigkeit von dieser Convention. Und mach mich auf den Weg woanders hin. Anderswo. Habe ich mich schon immer gefragt, wo ist eigentlich anderswo? Oder wo ist eigentlich woanders? Alle wollen sich woanders hin aufmachen, aber wo ist dieses woanders hin? Eine der wichtigsten Fragen im Leben. Wo ist dieses woanders? Oh. Hier haben wir doch wieder Alan. Komm jetzt. Geht nicht, ich bin... Alan! Ja, Alan, ich bewerf dich jetzt mit... Nein, das ist gefährlich. Alan! Gut. Können wir vielleicht hier bei Alan einfach mal den Plutonium starten? Blöd. Vielleicht finden wir ja hier irgendwo einen Delorean. Können da den Plutoniumstab einbauen. Ach, verdammt. Der ist natürlich auf der Convention. Da ist ein Delorean. Ein Delorean. Vielleicht können wir da am nächsten Tag was mitmachen. Ja. Abends ist es noch nicht. Das heißt, wir müssen noch was erledigen. Bevor der Tag endet, müssen wir noch irgendwas tun. Zug zu Emerson Express. Das würde Randall natürlich niemals tun. Ja. Hallo, Phil. Wir sollten ihn nicht weiter stören. Er hat seinen blöden Katalog wieder. Und er ist sehr glücklich damit. Ja, okay. Der gute alte Mr. Emerson. Immer mit einem Lächeln im Gesicht. Phil Emerson, also. Phil mag es nicht, wenn man ihn anfasst. Er ist wie ein Tausendfüßler. Tja. Ab in die Kanalisation mit uns? Nein. Dann halt nicht. Ja. Ist auch bei der Convention. Oh. Bob. Hallo, Bob. Hey, gute Arbeit, Bob. Danke, aber woher weißt du meinen Namen? Der steht doch da auf deiner Uniform. Ah, stimmt. Sehr aufmerksam von dir, Junge. Ja. Jemand wie du könnte in diesem Business ganz hoch hinaus, weißt du? Im Hydrant-Anmal-Business? Nein, danke. Naja, das ist nicht alles, was ich so mache. Wow, faszinierend. Nicht wahr? Kann ich mir vielleicht mal die Farbe leihen? Ist nur für eine Minute. Geht nicht, Farbe. Die brauche ich. Du hast nicht einen einzigen Strich gemacht, seit ich hier bin. Na komm, ist für einen guten Zweck. Ja? Was für einen? Naja, ich würde gerne eine Szene aus Braindead nachstellen. Sorry, die Farbe bleibt, wo sie ist. Besten Dank für gar nichts. Schön. Aber gern. Er malt einen Hydrant rot. Nerven oder nicht nerven? Das ist hier die Frage. Ja. Ich glaube, der Typ hilft mir nicht weiter. Schade. Die Arbeiterklasse, wie sie leibt und lebt. Deshalb malt er auch mit der Farbe rot. Ja. Was tun wir jetzt mit dem Plutoniumstab? Nein, das ist... Irgendwas müssen wir doch damit machen können.
ins Rohr stecken. Tja. Ja, Kopfkratz. Kopfkratz. Was machen wir jetzt mit einem Plutoniumstab? Clayton's Cave. Können wir sie mit vergiften? Nein, das ist... Ja, gut. So, hier mal ab in die Toilette. Blödsinn. Hast recht. Sein Drink ist nicht immer da, sonst könnten wir es in sein Drink packen. Tja. Ab in die Grübelkiste. So sieht's aus. Plutoniumstab. Ja, gut. Hier können wir auch nicht ewig rumhocken. Zurück, wo alles begann. Ja, zur Not. Immer zurück, wo alles begann. Mir ist gerade aufgefallen, der Mortimer ist doch auch jetzt nicht mehr. Mortimer hat die Klinke mitgenommen, die kriege ich nicht auf. Verdammt. Hätte ja klappen können. Mortimer ist doch. Mortimer hat die. Sonst abgeschlossen. Könnte man jetzt einbrechen. Und Mortimer hat vorsichtshalber die Türklinke mitgenommen. Der kann's partout nicht leiden, wenn jemand in seinen Sachen rumschnüffelt. Ach, verdammt. Da meldet sich eh keiner. Mortimer ist nicht da. Ja, da hätten wir uns jetzt umgehen können. So ein Mist. Ja gut, hier kommen wir auch nicht weiter. Charlie ist nicht da. Captain's Cave waren wir schon, mehr noch Shop fand leer, das ist, mehr ist auch nicht da. Versuchen wir es nochmal bei Charlie's Comics. Ja, es hat zu, da durch die Scheibe durchbrechen können wir auch nicht. Psychiater, ja, den brauchen wir gleich. Dann haben wir Alan. Ich glaube, mit dem habe ich schon alles versucht. Ich glaube, mit dem habe ich schon alles... Alan. Plutoniumstab. Nein, das ist gefährlich. Alan! Blödsinn. Alan! Kaputte Wehrscheibe. Können wir irgendwas reinstecken? Alan! Irgendwas. Da schreibe ich nichts drauf. Das ist uns aufschreiben. Verzweifelter Versuch. Ich denke nicht, dass das klappt. Alan! Tja, der Lichtschwert. Alan! Es gibt keinen Grund, das zu machen. Hast recht. Alan! Was? Das geht? Na klar.